Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, willkommen zurück in Cloppenburg. Ja, wir haben uns das letzte Mal ja nur mit dem Bahnhof Possenhof beschäftigt. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, heute wollen wir uns den Rest angucken. Das ist allerdings ein bisschen schwierig, weil ich habe hier über 2 Stunden Videomaterial. Also ich habe keine Ahnung, wie wir das, in wie vielen Teilen ich das jetzt hier noch präsentieren werde. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ne? Zuerst schauen wir uns aber mal den Arrangementplan an, der hier so schön bunt ist. Ja, zuerst haben wir hier die Nebenbahn, wo am Ende dann Possenhof ist. Das haben wir ja im letzten Video gesehen, zumindest im Bahnhof Possenhof. Es wird dann aber noch ein Nebenbahnteil geben, wo ich dann auch die anderen Betriebsstellen mal vorstelle. Ja, dann gibt es die elektrische Hauptbahn, das ist also die elektrifizierte Strecke. Da soll es in diesem Video darum gehen. Ist hier auf dem Plan in Rot dargestellt. Dann haben wir den blauen Bereich, also die blau markierten Strecken, das ist die Hauptbahn. Da fand also in Breslau ein Traktionswechsel statt, jeweils von elektrisch auf Dampf und umgekehrt. Zu dem blauen Teil gehörte auch die Rampe. Die Hauptbahn hat sich dann nochmal so ein bisschen aufgespalten. Da gehört auch noch dieser pinkfarbene Teil dazu. Ja, und da haben wir das große Viereck so links oben. Das ist, sollte eine Kohlegrube sein. Die haben wir auch bei anderen Videos von mir auch schon mal gesehen. Leider war der Kollege verhindert und konnte nicht anreisen. Und deshalb ist das, sagen wir, der Plan auch nicht mehr so ganz aktuell. Also die Kohlegrube musste dann ersetzt werden durch was anderes. Da sind die Treffenplaner leider nicht zu beneiden, dass dann eben, was weiß ich, mit wirklich auch sehr großem Zeitaufwand da geplant wird und dann kurz vor Ende der Planung oder kurz bevor das Treffen losgeht, fällt dann irgendjemand aus. Derjenige kann dann auch sicher nicht dafür, aber das ist eben, wenn man da mit vielen Leuten plant, dann geht immer irgendwas, geht da immer schief. Und dann muss man eben flexibel sein und dann irgendwelche Streckenmodule einbauen und dann läuft's. Ja, also da beneide ich die Planer nicht. So, zum letzten Teil des Plans, das ist dieser gelbe Bereich und das ist eine Privatbahn. Ja, da muss ich euch gleich vorwarnen, denn leider habe ich da sehr wenig Aufnahmen. Es war einfach dort nicht so viel los und immer wenn ich filmen wollte, war entweder kein Betrieb oder es war sehr wenig Betrieb. Also ja, das war eben Piffelbahn pur. Ja, wir schauen uns jetzt noch mal kurz ein bisschen Strecke an. Ne? Also schauen mal auf die Module, bevor wir dann hier zum eigentlichen Thema kommen. Das ist unsere elektrifizierte Strecke nach schlesischem Vorbild. Ja, wir machen einen Rundgang zuerst auf der Nebenbahn und starten in Possenhof vorbei an meinem wunderschönen neuen Telefon. Und haben hier mit Waldenau die nächste Betriebsstelle. Das ist übrigens das, ja, was wir verkehrt rum eingebaut haben. Das nächste, was mir jetzt aufgefallen ist, ich lese es ja aus dem Plan ab. Es gibt da in der Modulzeichnung irgendwie den Namen noch nicht. Das sollte man vielleicht mal ändern. Dann haben wir als nächstes den Haltepunkt Stein. Der ist hier. Und gegen Ende der Kurve nähern wir uns dem Bahnhof Schwarzbach mit einem sächsischen Einfahrsignal, den wir ja schon mehrfach, den ich ja schon mehrfach gezeigt hatte auf diversen Treffen. Und ja, der einfach wunderschön ist. Dann haben wir hier Keksfabrik Trüller. Da hatte ich irgendwie mal kritisiert, diesmal hatte ich den Eindruck, dass es weitergegangen ist, wobei das immer so Sachen sind, die ich da vor mich hinrede und die keinen Bezug zur Realität haben. Das ist ja nur das, was ich so empfinde in dem Moment.
An Johnsdorf vorbei geht's hier nach Heiligenfeld. Übrigens auch ein Bahnhof, wo auf der Zeichnung kein Name dran ist. Das ist vielleicht mal ein kritischer Hinweis, den ich hier mal äußern muss. Das weiß ich nicht. Selbst den Planer einfacher macht. Mir macht es auf jeden Fall. Das bei größeren Arrangements das Video machen einfacher, wenn man da die Bahnhöfe richtig benennt. Es sind ja sehr viele, ich kann mir es häufig nicht merken. Und nachdem wir jetzt hier noch den Schnellzug, übrigens mit einer S36, was im Fremo nicht so häufig, also Epoche 2 nicht so häufig ist, denn bayerische Lokomotiven sind da leider etwas verschrien, warum auch immer. Ja, der kommt hier von der Hauptbahn Wilwader nach Breslau, da schauen wir auch gleich hin und wird dann dort umgespannt auf elektrischen Betrieb. Hier stockt es aber irgendwie noch ein bisschen, was auch immer da das Problem ist. Da wird doch gerade irgendwie heftig diskutiert. Und wir schauen weiter. An der Sternschanze vorbei, die eigentlich in Hamburg ist, aber das macht ja nichts, das ist ja typisch Fremo. In den Bahnhof Breslau, hier wurde also im Treffen umgespannt auf elektrisch, beziehungsweise umgekehrt, ne, wenn die Lokomotiven von der Zug von der elektrischen Strecke kam, wurde auf Dampf umgespannt und die Nebenbahn endete hier, was so im Nachhinein vielleicht nicht so super ideal war, weil das war wirklich ein sehr stressiger Job dort in Breslau. Ja, dann haben wir hier die elektrische Strecke, die haben wir lange nicht gesehen. Na, zumindest ein Fremo-Treffen. Und ein schöner langer Güterzug. Und den Bahnhof Janowitz, den wir vom Kanal immer schlecht gelaunt kennen. Wer sich übrigens wundert, also diejenigen, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind, wer sich wundert, dass die Oberleitung so ein bisschen anders aussieht. Ne? Das ist eine Oberleitung nach schlesischem Vorbild, also im Prinzip eine preußische Länderbahn-Oberleitung. Und einen Personenzug mit einer E-Lok. Ich habe es nicht erkannt, was es ist. Aber da gibt es bestimmt dann die Kollegen, die das dann vielleicht fachkundig in die Kommentare schreiben. Bei Minute sowieso war die und die E-Lok zu sehen. Ja, dann haben wir hier den Schattenbahnhof Wahren, der hier das Ende der elektrischen Strecke darstellt. Dann bewundern wir mal noch eine Weile die E-Loks, die am Schattenbahnhof herumstehen, von denen die wenigsten irgendwelche Großserienmodelle sind. Das meiste ist entweder komplett selber gebaut oder irgendwelche umgebauten Kleinserienmodelle. Die meisten davon, die kennt man bestenfalls aus irgendwelchen alten Archiven. Ja, und wir werden jetzt mal kurz einen Zug verfolgen, der hier von der Hauptbahn kommt. Und den ich glaube sogar gefahren habe in dem Moment. Da hatte ich mich auch noch geärgert, weil ich hier ewig Verspätung hatte, weil der Kollege da irgendwie ein bisschen abgelenkt war und der Meinung war, ich müsse mich da irgendwie ihm aufdrängeln als Lokführer und er brach nicht in seinen Fahrplan zu gucken. War schon ein bisschen sauer. Ja, und dieser Zug fährt jetzt hier gleich in Sternschanze ein, steht hier vor dem Signal schon, ist als Sternschanze schon durch und will jetzt hier nach Breslau, um dann dort seine E-Lok verpasst zu bekommen. Ja, und da ist er schon wieder, diesmal mit E-Lok. E01 lese ich jetzt hier. Ist also eher was Älteres, ne? Um es mal vorsichtig zu sagen.
Von der Reihung her vorne zwei Postwagen, Packwagen und dann der sogenannte 1000-Fenster-Zug, also die vierachsigen preußischen Abteilwagen. Das können Sie noch mal von der anderen Seite. In dem Fall habe ich den habe ich sowieso nicht selber gefahren, weil ja mit dem Lokwechsel auch ein Lokführerwechsel stattfand. Deshalb habe ich auf den ganzen Treffen, ich habe sowieso nur einen einzigen Zug gefahren. Und da war halt auch kein elektrischer mit dabei. Das ist also der gleiche Zug dann gewesen im späteren Fahrplan. Hier haben wir noch einen Güterzug mit noch einer Lok aus der elektrischen Anfangszeit in Deutschland. Das ist dann hier E70. Die hatte Tricks mal im Programm. Ich weiß nicht, ob das die Lok ist oder ob das hier Eigenbau oder irgendwas, Westmodell, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es also schon ein ganz schönes N-Modell, was man nicht so schnell wieder sieht auf irgendeiner Anlage oder auf irgendeinem Fremo-Treffen. Ja, ein sehr schöner Güterzug. Ja, hier ist das Ladegut leider nicht so ganz passend für den Wagen. Und der Kokswagen am Ende. Und hier haben wir dann. Das sieht doch wieder aus, als wäre das der Eilzug. Ja, das ist er auch. Fährt doch mit der gleichen Lok wieder zurück. Oder zumindest mit der Lok der gleichen Baureihe. Ob es eine identische Lok ist, kann ich nicht sagen. So, dann haben wir hier mal einen Schnellzug im Bild. Maschine hat noch die Länderbahnbeschriftung, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann noch ein Personenzug, auch hier ist die Lok hatte, glaube ich, auch Länderbahnbeschriftung, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Ja, auch hier für die Kommentatoren, die sich hier, also die Zuschauer, die jetzt hier ein bisschen mehr Bescheid wissen als ich, da einfach in die Kommentare schreiben. Minute 14, 12. Hier nochmal der Versuch einer Verfolgung dieser Lok. Also, es ist natürlich eine Länderbahnbeschriftung, aber ich kann es jetzt hier nicht lesen, was es ist. Auf jeden Fall nichts, was es irgendwo in Großserie zu kaufen gibt. Dann habe ich die E70 nochmal beim Rangieren in Janowitz erwischt und konnte da auch so ein bisschen mal noch ein paar Aufnahmen machen, wo man die Lok noch ein bisschen besser sieht.
Ja, das ist auch was ganz Besonderes, ne? Fahrende Gartenlaube E91-3. Eine Güterzuglocke aus dem schlesischen Netz. Und unsere letzte Aufnahme des heutigen Tages, die E95 mit einem OOT-Wagenzug. Das sind also diese großen Selbstentladewagen, die es dann auch in späteren Epochen noch gab und ich glaube heute auch noch gibt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann nicht sagen, wie viele Folgen es noch gibt. Es gibt also noch einiges an Material, was uns dann in den nächsten Wochen möglicherweise abwechselnd mit anderen Videos noch erwartet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.